Guten Tag, Mahlzeit. I'm back again und es ist mal wieder Casual Zeit. Wir hatten jetzt wieder 20.000 von Myriaden, Millionen von Tausend. Pro Replays. So, ich muss mal kurz Pause machen. Und nochmal zurückspulen. Denn wir haben hier den einzig wahren, der unfassbar unvergleichliche Wombat. Wombat hier mit den unfassbaren Skills. Versehen. Spielt gegen Dawn ein P, nee, TVT auf Metalopolis. Und wir gucken mal, wie es hier losgeht. Wie es hier losgeht, hier der Slide-Split von Wombat königlich. Und was macht er hier? Wollte gerade sagen hier, wo bleibt der Worker? Ja, er baut gar keinen. Er fliegt gleich rüber zur Goldbase. Ei, sehr, sehr strange. Kann man machen. Muss man aber nicht. Und man hat zwar hier erstmal hier 1,5 Minuten, bis man da ankommt, so, oder eine knappe Minute. Ja, kein Mining, aber dann haut es halt richtig rein durch die Gold. Das Problem ist halt, man ist halt hier auf dem Präsentierteller. Eins, zwei, drei offene Spots. Sehr, sehr schlecht, beziehungsweise eigentlich gar nicht zu verteidigen. Und dann gucken wir mal, wie es income-technisch jetzt hier losgeht bei Dawn. Der hat 4 SCVs weniger. 4 SCVs weniger und ist im Income 330, 320. Ist jetzt genauso weit wie der gute Wombat, der hier gerade sein Supply Depot am Schrauben ist. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob hier Dawn das Ganze für sich entscheiden kann. Ah, Depot kommt jetzt auch hier. Er ist auf jeden Fall im Supply schon mal hinten, auch im Tech wird er dann hinten sein, weil sein Depot halt sehr, sehr viel später kommt als das von Wombat. Der baut jetzt hier schon seine erste Barracks und geht hier auch schon mal scouten. Und ja, hier der gute Wombat nicht. Sollte eigentlich wissen, dass hier auf Metalopolis, selbst in der Standard Blizzard Map mittlerweile, gibt es keine Close Ground Posi mehr seit Patch 1.4. Und das Spiel stammt aus Patch 1.4. Und ja, Bombardier, Junge. Ne? Zwinker, Zwinker. Weiß ganz genau, was ich da meine, Kollege. Und baut sich auf jeden Fall hier den Wall-In zu. Und mal gucken, Wombat spielt gerne mit Force. Und wir machen nochmal ganz kurz Pause. Ja, erstmal warte ich kurz, erzähl ich nochmal kurz, weil die Katze, Alter, Katze, Junge, du nervst. Der will immer noch raus auf den Balkon. Es ist immer noch nachts in der Nacht hier. Nachts in der Nacht, nachts, mitten, nachts um zwei. Halb zwei. Ja, der Wombat, der spielt gerne Dings. Hellions mit Dropship oder Thors mit Raven, Benji Marine All In. Und erster Punkt. Ich mache das jetzt auch mal so, weil Robert macht ja auch jetzt hier so Lehrstunde. Und erstmal hier Close Ground gibt es nicht mehr Metalopolis. Zweitens, wenn er, also das ist für später dann schon mal, für euch auch als Tipp zum Bessermachen, auf Metalopolis lohnt es sich, in dem Fall hätte es sich besonders gelohnt, dass wenn man halt hier rüberfährt, also mal angenommen, es gäbe jetzt hier diese Posi noch, er kommt hier wieder raus, das Scouting nicht direkt hier in die Base, hier unten reinzugehen, sondern erstmal über den Watchtower zu gehen. Weil man dann halt eventuell die Möglichkeit hat, dass man, wenn man hier über den Watchtower geht, hier solche Geschichten hier sieht. Oder eben vom zerrenden Overlord, der hier gerade so rüberfliegt oder so. Der zweite vielleicht. Oder der erste, je nachdem, wie schlau der Zerg ist da, wie er seine Overlords schickt. Aber das mache ich mir, habe ich mir auch angewöhnt auf Metalopolis, wenn ich halt hier rauskomme, hier runterfahre, einmal kurz, zack, hier hoch. Das sind 2 Sekunden, die das SCV halt länger braucht, um hier unten anzukommen. Aber es gibt halt die unfassbar wichtige Information, dass man hier einmal scoutet auf die Gold Expos. Auf beide übrigens, weil der Vision, ne, das ist ja hier, man sieht ja dann beide Expansions, beziehungsweise ja beide Gold Exen. Und dann hätte er gesehen, dass der gute Dawn hier schon seine Zelte aufgeschlagen hat. Der jetzt hier selbst auch immer losfährt und auch auf die für ihn alte Close Ground Posi Scouting. Also auch er weiß scheinbar nicht, dass das hier mittlerweile eigentlich gar nicht mehr drin ist, diese Position. Zweite Barracks hier gibt es hinterher auf der Seite von Wombat, gibt es hier das Gas und auch da die zweite Barracks. Und gucken wir mal, was haben wir hier? Gas gecancelt. Dritte Barracks in das Gebüsch hier gebaut, in den Qualm. Und jetzt Wombat kommt hier unten an und denkt sich, hä? Bin ich mal gespannt, ob er jetzt da irgendwie sich am Kopf kratzt und sagt, wo ist er denn, der Kleine?
Und jetzt gibt's hier Tech Lab, zweite Barracks, während es hier bei Wombat halt drei Barracks gibt. So, Wombat jetzt hier Scouting abgeschlossen. Ja, und jetzt hier einfach nur auf dem Rückweg einmal kurz hier an Watchtower fahren, zack, gescoutet. Ja, Wombat hat jetzt keinen Plan, der tappt hier völlig im Dunkeln. Der hat hier gescoutet, ist keiner. Hier gescoutet, ist keiner. Hier gescoutet, ist auch keiner. Und vielleicht sind die beiden noch irgendwie im Teamspeak gewesen. Ich weiß es nicht, weil die haben ja hier Custom, das ist kein Ladderspiel, das ist hier ein Custom-Game, also ein arrangiertes Spiel. Und jetzt gibt es hier noch eine vierte Barracks von Wombat. Und das also hier auch super, super All-In. Hier vier Barracks, kein Gas. Und wie viele Worker hat er? Er hatte 18. Auf der anderen Seite 16 Worker. Und hier das Gold läuft mit dem Doppelgas. Hier gibt es Concussive Shells. Hier gibt es ein zweites Tech Lab. Die ersten Marauder kommen hier raus. Ist aber hier aktuell Supply Block. Baut hier erstmal zwei Depots. Und jetzt kommt hier das Scout-SCV an. Also Wombat weiß, dass der Typ hier irgendwo ist. Er weiß aber trotzdem nicht wo. Und irgendwer hat hier, glaube ich, eben auch nochmal kurz gescannt. Und wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall, bis jetzt finde ich es sehr, sehr lustig hier, was Dawn hier mit dem Wombat hier abzieht. Sich hier einfach mal so versteckt. Und jetzt hier Wombat, guckt nochmal. Ah, jetzt guckt er hier langsam mal in die Golds rein. Findet hier keinen. Und mal gucken, wie er dann jetzt hier reagiert. Wir checken nochmal die APM. 26 zu 36. Stim jetzt auch im Laufen bei Dawn. Also in den Upgrades ist er hier vorne. Aber er hat hier nur zwei Marauder. Und hier vorne kommt eine ganze Ecke von Marines. Oder an Marines von dem guten Wombat. Und das wird ganz, ganz eng. Drei Marauder Concussive Shells. Da müssen die SCVs hier blocken. Das macht er hier sehr, sehr gut hier, der Dawn. Guckt euch an, die Marines hier hängen in der Engstelle. Und das macht er hier wirklich sehr, sehr gut. Die SCVs hier von Wombat löten sich hier die kleinen Händchen wund an den Marauder. Da passiert mal gar nichts. Die Marines hier fast alle down. Und jetzt hier geht es da mal gegen die Morenos. Die letzten, die reinforcen in Income aktuell. Wir sehen es 10 zu 10. Beide hier sehr viel Worker verloren. Denn beide hatten hier Worker im Kampf mit dabei. Und wir sehen es Wombat mit Problemen hier und Dawn kann das hier tatsächlich halten mit Marauder Only gegen Marines. Unfassbare Scheiße hier, die wir hier sehen. 21 zu 25, sehr, sehr geil, der Move von Dawn. Schnell genug die SCVs hier reingezogen. Wombat hat hier nicht richtig reagiert, hat seine ganzen Marines hier so stehen gelassen. Er hätte hier seitlich rumgehen müssen oder hier noch rein oder einfach ganz abhauen, weil das hier ein absolut ungünstiger Spot war für ihn zum Fighten. Denn er ist einfach ja nicht rangekommen an die Marauder. Und seine SCVs gingen dabei down. Er ist jetzt hier im Nachteil, ganz klar. Denn Dawn hat hier das bessere Income. Dawn hat die besseren Upgrades. Und hier ist gerade das Gas erst im Bau. Wombat hier mit, ja, mit dem Rücken zur Wand schon so gut wie, würde ich mal sagen. Baut hier weiterhin Mars Marines, was gut ist eigentlich gegen Marauder. Aber da muss man sie auch richtig einsetzen. Und vor allem braucht man dann Upgrades, Junge. Aber da gibt's jetzt das Gas. Dann wird's die auch geben. Und jetzt gibt's hier Gegengo. Guckt's euch an. Da kommen 8 Marauder angestapft. Und ja, wenn er jetzt hier polonisiert da reinläuft. Dawn. Dawn. Dawn hat jetzt gleich Stim. Ah, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Er ist hier polonisiert in die Marines gelaufen. Ja, jetzt ist Dawn nicht mehr hinten. Ja, hier nochmal zwei Marauder. Wombat reagiert, aber etwas zu spät. Aber trotzdem, es reicht noch aus. Die Marauder gehen ja alle down. Ja, jetzt ist Wombat hier wieder vorne. Turnaround im Game zwischen Dawn und Wombat. Jetzt nützen noch die Upgrades nichts mehr. Jetzt kommt hier schön nochmal ein Bunker, aber das wird ganz, ganz eng. Das wird ganz, ganz eng. Ein Marauder hier gestimmt, haut hier mal in die Marines rein. Schade, dass man den Kollegen nicht counter-repairen kann. Das wäre dann super im Ball. Der Bunker wird hier nicht fertig. Die ersten Marines jetzt hier auch auf der Seite von Dawn. Stim läuft. Und ja, er läuft hier aber auch wieder einzeln rein, sehr, sehr nah an die Marines. Wombat reinforced seinen ganzen Haufen. Die Truppe sammelt sich hier drüben. Und jetzt geht's hier rein. Die SCVs, oh mein Gott. Zwei Stück kommen hier noch davon. Ein drittes steht edel rum. Weitere Marines werden hier gepumpt. Das wird hier ganz, ganz schwierig. Combat Shields werden jetzt hier erstmal abgerissen vom Wombat, der jetzt hier noch mehr Marines in die Base von Dawn reinschickt. Der hier nochmal verzweifelt versucht, hier ein paar Marines an den Start zu bringen. Ah, mit dem Stim kann er hier durchaus noch ein bisschen Schaden machen, aber halt hier der endlose Strom von Marines, von Wombat, weitere Units kommen hier ran und stehen auch hier noch auf der Map rum. Ich smule mal nebenbei noch einen runter hier und sammle mir die Kohlen rein, gar kein Problem. Gar kein Problem, jetzt geht's hier nochmal aufs Tech Lab von Wombat, beziehungsweise von Dawn. Der Smule wird rausgenommen, der eine Marine kommt raus, platzt sofort wieder in 1000 Brocken. Das Game ist jetzt hier over, würde ich sagen. Das kann Dawn hier nicht mehr drehen, 43 zu 8 im Supply. Ja, schade eigentlich.
Hätte Dawn einen Ticken länger gewartet mit dem Ausrücken, mit seinen Mars Marauders da, 8 Stück, mit dem Stim, mal gegen die Menge an Marines, wäre es auch so eng geworden. Aber wenn man auch nicht polonisiert da reingelaufen wäre. Ah, Wombat hier, hat er sich gedacht, der Dawn. Ich verarsche den Wombat, aber Wombat dachte ich, hier, komm nur, du kleiner rauf und runter. Ich reiß dich ab. Und ja, hat er hier auch eine Menge Gas gesammelt, der Wombat? Hat er damit was gemacht? Nö. Hat er nicht. Pure Marine Power hier für Wombat hat ausgereicht, weil, ja, Dawn hat gefailt. Der hätte es gewinnen können. Er war im Upgrades vorne, er war in den Income vorne. Noch ein paar Marines eher vielleicht noch zu den ganzen Marauders und dann auch nicht polonisierter reinrennen. Wäre das ganz gut geworden, aber so leider Wombat gewonnen, beziehungsweise Dawn hat verloren. Ich will nicht sagen, dass leider Wombat gewonnen hat, sondern er hat natürlich verdientermaßen gewonnen, aber es hätte auch andersrum gehen können, wenn er eben das beherzigt hätte, der Dawn. Und für euch hat nochmal als Tipp Metalopolis in der Ladder, es gibt keine Close Posies mehr. Die gibt's nicht mehr. Aus. Vorbei. Es gibt nur noch, wenn man halt hier spawnt, entweder ist der Gegner hier oder da. Alles andere ist Essig. Gibt's nicht mehr. Und ganz wichtig auch der Tipp, wenn ihr hier die Straße runterscoutet, dann guckt hier auf den Watchtower. Das ist ein Umweg von 2 Sekunden, ne? Wenn man halt mal kurz hier hochfährt, hier wieder runterfährt. Und dann hätte der Wombat das sehr viel früher gesehen und hätte dafür erst viel früher vielleicht auch entsprechend reagieren können. Maßnahmen ergreifen. Aber auch sowas, ja, ein schönes Spiel hier, schön mit Marines. Ich habe eigentlich hier gedacht, ja komm, er baut wieder Hellions oder so, oder irgendwie Thors. Aber Marines. Marines sind auch gut, bis dahin hier. Ich find's gut, schön, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen und kloppt euch rein und schön Marines bauen. Tschüss!